Die zentrale Veranstaltung für Sachsen war in diesem Jahr in Chemnitz. Das brachte einen umfangreichen Polizeieinsatz in der Chemnitzer Innenstadt und den umliegenden Stadtteilen mit sich. Insgesamt waren rund 2000 Beamte im Einsatz. Anlass für diesen Großeinsatz waren zahlreiche Versammlungen unterschiedlicher politischer Ausrichtung sowie Veranstaltungen mit insgesamt mehreren tausend Teilnehmern. Fazit der Polizei: Alle Versammlungen blieben überwiegend friedlich. Zu den Veranstaltungen in Chemnitz gehörte die Versammlung der Partei Der Dritte Weg. Eine andere Veranstaltung stand unter der Überschrift Chemnitz nazifrei. Gegen Rassismus, Faschismus, Homophobie. Und ich finde schön, dass ihr alle da seid. Bis zum nächsten Mal, Chemnitz. Auf der zentralen DGB-Kundgebung hatte Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer das gemeinsame Engagement von Staatsregierung und Gewerkschaften für eine starke Demokratie und ein respektvolles Miteinander betont.